Hallo, ihr Lieben, wir sind in den letzten Zügen der Automechaniker und stehen hier noch am Stand vom ZTG neben unserem E-Fuel Golf, wo wir ja ein riesengroßes Projekt mit gestartet haben. Viele Kilometer gefahren sind. Genau, und diese Woche war wirklich eine Woche mit vielen Eindrücken. Wir haben viel gelernt, wir haben viel mitgenommen. Also eine unfassbar geile Messe hier. Ja. Wir haben richtig viel Freude gehabt und zum Resümee haben wir uns nochmal richtige Fachkompetenz hier eingeladen. Genau, und zwar Werner Steber vom ZTK und Herr Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass Herr Braun heute zu uns an den Stand gekommen ist, weil ich wollte Herrn Braun so ein bisschen was zu unserem E-Fuels-Projekt erzählen, warum wir das machen. Weil für uns als Kfz-Gewerbe ist natürlich ganz wichtig, dass wir auch in Zukunft noch Autos auf der Straße haben. Weil unsere Mitglieder leben davon, dass Autos gefahren werden, dass die Autos da sind. Und wir haben zwar viel gemacht in Sachen Elektromobilität, schon vor 15 Jahren haben wir angefangen und haben jetzt bloß gesehen, ohne Verbrenner wird es nicht gehen, kurzfristig nicht gehen. Und deswegen haben wir eigentlich das Projekt E-Fuels angefangen. Wir haben diesen E-Golf im Mai beschafft. Der läuft also wirklich seit Mai mit E-Fuels. Der ADAC hat zwischendrin auch noch einen Abgastest gemacht. Also wir haben gesehen, es geht vom Fahren her, das haben die beiden Autodocs gemacht. Problemlos läuft er. Genau. Viele tausend Kilometer schon, mega geil. Und diese Technologieoffenheit müssen wir einfach gewährleisten irgendwie. Und das schaffen wir vielleicht auch mit E-Fuels. Ja. Ja, was bei uns ganz wichtig war, weil das war immer so ein Argument dagegen, wie sieht es aus mit den Abgaswerten, wie sieht es aus mit Schadstoffen. Also ADAC hat festgestellt, wirklich der Schadstoffausstoß ist auch annähernd gleich zum normalen Benzin, konventionellen Kraftstoff. Ja. Und vor allen Dingen, was wir eben haben, wenn wir die E-Fuels nehmen, bei der Produktion der E-Fuels wird ja wirklich das CO2 aus der Luft genommen, in den Kraftstoff gepackt. Das heißt, hier entsteht zwar auch CO2, das war eigentlich die ganz wesentliche Message, aber diesen CO2-Anteil, den haben wir vorher wirklich in den Kraftstoff gepackt, aus der Luft. Das heißt, wir sind CO2-neutral in Elektrofahrzeugen. Genau. Ja, Riesenprojekt und großartig, dass die Messe Frankfurt das auch in dieser Form so unterstützt. Absolut. Ja. Das machen wir sehr gerne mit Ihnen in unserer langjährigen Partnerschaft mit dem ZTK. Das Thema Mobilität der Zukunft ist ganz oben auf der Agenda und dementsprechend natürlich auch eines der zentralen Themen der Automechaniker. Und die Automechaniker, wie wir sie wissen, ist die Plattform für neutrale, alternative Antriebssysteme. Ja. Und das wird sie auch in Zukunft bleiben. Und daher sind Sie, meine Herren, hier vollkommen richtig bei uns. Sehr schön. Und ich freue mich auf weitere Diskussionen mit Ihnen im Rahmen der nächsten Automechaniker. 10. bis 14. September 2024 sehen wir uns ja wieder. Genau, und da freuen wir uns auch drauf, dass wir 2024 wieder hier sein dürfen mit dem ZTK in der Messe Frankfurt. Wir sind dabei, seid ihr auch mit dabei. Genau, wir freuen uns auf 2024. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Bis in zwei Jahren.